Gippel, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Bei der Vorbereitung der Rede entstand bei mir zunächst mal so ein bisschen die Meinung und der Eindruck, dass man eigentlich in erster Linie seinen Unmut darüber äußern sollte, dass aus rein ideologischen Gründen und auch noch mit einem erheblichen Zeitversatz einfach nur ein neuer Beteiligter im Gesundheitswesen kritisiert wird. Bei nochmaliger Betrachtung bin ich dann allerdings zu der positiven Einschätzung gekommen, dass der Antrag hier heute in der Debatte mir die Gelegenheit gibt, uns die Gelegenheit gibt, mal die Vorzüge und die Funktionstauglichkeit der unabhängigen Patientenberatung Deutschland zu bewerben und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da oben auf der Besuchertribüne näher zu bringen. Also insofern herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken. Aber ich kann Ihnen nicht so ganz ersparen, auch einige Bemerkungen und Punkte in dem Antrag zu kritisieren, wenn da die Rede davon ist, dass eine Entziehung der Aufgabenstellung passiert, dass eine Zerschlagung von Strukturen vorgenommen wird. Insgesamt alles Szenarien von Entrechtung der Patienten. Es ist nun sicherlich nicht weiter verwunderlich, dass Sie mit Strukturen wie einem Wettbewerb und Ausschreibungen grundsätzlich Problemstellungen haben und dass die ein oder andere gesellschaftsrechtliche Struktur, wie beispielsweise die gemeinnützige GmbH, wie auch schon von Kollegin Mayer mehrfach erwähnt, in ihrem Vorstellungskatalog bedauerlicherweise nicht regelmäßig vorkommt. Fakt ist zunächst mal, dass die Prüfung des Vergabeverfahrens durch die zuständige Vergabekammer in einem ordnungsgemäß rechtsstaatlichen Verfahren zu keinerlei Beanstandung geführt hat. Sowohl das Verfahren selbst als auch das Ergebnis ist vollkommen diskriminierungsfrei erzielt worden. Bezeichnend ist allerdings, dass die alte UPD es nicht geschafft hat, sich an diesem Verfahren rechtswirksam zu beteiligen. Insofern finden wir es als außerordentlich unangebracht, dass also schon so in gewisser Weise vorauseilendem Gehorsam die Funktionstauglichkeit, die Leistungsfähigkeit und eben auch die Qualität der neuen UPD schon in Zweifel gezogen wird. Bemerkenswert ist immerhin, dass die alte UPD über einen Zeitraum von insgesamt 9 Jahren die Möglichkeit hatte, tätig zu sein, während wir jetzt schon nach knapp 12 Monaten schon das abschließende und vernichtende Urteil hier hören, dass die neue UPD den neuen Aufgabenstellungen nicht gerecht wird. Herr Kollege Knippel, darf ich Sie mal unterbrechen? Die Kollegin Klein-Schmeink möchte Ihnen gerne eine Frage stellen. Bitte sehr. Bitte schön. Herr Gippels, Sie sprachen davon, dass vorauseilend schon die neue UPD kritisch hinterfragt wird und verdammt wird sozusagen. Aber davon kann ja nicht die Rede sein, wenn wir ganz klar einfach Fragen stellen. Was hat die alte UPD gemacht? Was hat die neue UPD versprochen in ihrem Angebot? Und wenn ich dann, ich habe ja Fragen an die Bundesregierung geschickt und da um Auskunft gebeten, und wenn ich dann sehe, dass die Beratungszahlen der alten UPD, die ja erheblich weniger Mittel zur Verfügung hatten, höher waren nach einem halben Jahr als die der neuen UPD, dass aber auch zusätzlich die persönliche Beratung vor Ort so gut wie überhaupt nicht anzutreffen war, sondern im Wesentlichen alles nur aus Telefonberatung bestand, dann muss man ja deutlich sagen, dass die Zahlen, mit denen das Angebot gearbeitet hat und die ja auch den Zuschlag erwirkt haben, in keinster Weise erfüllt sind. Und da kann man ja nicht von einer Vorabverurteilung reden, sondern wir haben den gesetzlich und vertraglich gesicherten Zeitraum angeschaut und feststellen müssen, es gibt erhebliche Differenzen zwischen dem, was zugesagt war und was eingelöst worden ist. Und zusätzlich wissen wir nicht, wie viele Mittel überhaupt für Personal bereitgestellt werden. Auch das können wir nicht erfahren. Es ist eine Blackbox. Und da muss ich schon sagen, da kann man nicht von Vorverurteilung reden, sondern die Zahlen, die uns vorliegen, die sind ganz, ganz deutlich, zeigen die, dass das Vertragsverhältnis in der Form nicht erfüllt wird. Frau Kollegin Klein-Schmeink,
Meine Ausführungen bezogen sich explizit auf den Antrag der Kollegen der Linken und der datiert nun mal in seiner Formulierung von November 2015. Der UPD hat im 01.01.2016 ihre Tätigkeit aufgenommen. Wir haben in der Zwischenzeit auch auf Ihre Nachfragen, die Fragestellung als solche ist ja durchaus legitim und berechtigt, einige Zwischenwerte bekommen, aber wir werden, und dazu werde ich gleich noch ein paar Bemerkungen machen, über die Kontrollinstrumente sicherlich Erfahrungen sammeln können, natürlich auch Auswertungen erhalten, die dann hier im Hause zweifelsohne zu debattieren sind. Und ich glaube, dass wir sicher sein dürfen, dass Staatssekretär Laumann im Rahmen seiner mitwirkenden Kontrollmöglichkeit ein waches Auge darauf haben wird, dass die Voraussetzungen, die in der Ausschreibung niedergelegt worden sind, auch zeitnah eingehalten werden. Ich fahre fort zum Thema der Kontrollinstrumente. Und wir haben dort immerhin in der neuen Konstruktion sowohl den wissenschaftlichen Beirat, der immerhin im Zusammenwirken zwischen dem Patientenbeauftragten, den Patientenvertretern, dem GKV-Spitzenverband und unabhängigen wissenschaftlichen Vertretern und Interessenverbänden die Kontrollfunktion ausübt. Und ich denke, dass auf diese Art und Weise nicht nur inhaltlich, sondern auch im Gebot der Öffentlichkeit Rechnung getragen worden ist. Eine erste Forderung der Transparenz ist damit erfüllt. Des Weiteren die Funktion des Auditors, wahrgenommen jetzt von der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung, GSUB, auch ein renommiertes Unternehmen der sozialen Unternehmensberatung. Aus unserer Sicht ist deshalb die Unabhängigkeit, die Neutralität und die Transparenz nicht nur gewahrt worden, sondern gegenüber der vorherigen Situation deutlich gestärkt. Aber ich komme jetzt gerne an dieser Stelle, wie schon eingeleitet, ein bisschen zum Werbeblock für die UPD. Und ich denke, das ist dieser Institution nicht nur geschuldet, sondern auch erkennbar verdient sie diese Aussagen. Als bereits der erste Blick auf die ausführliche Webseite zeigt uns, dass dort eine Vielzahl von vorsorgenden, vorbeugenden Informationen niedergelegt sind, aktuell nachgeführt in Themenfeldern und aktuellen Infoblöcken, sodass sich vielleicht schon so manche konkrete Anfrage alleine schon durch den Blick auf die Internetseite erübrigt. Leichter Zugang und guter Zugang zu den Angeboten war unser Anspruch. Sämtliche modernen Medien sind niedergelegt und neuerdings auch eine eigens neu entwickelte App. Die gute Erreichbarkeit war einer der maßgeblichen Faktoren. Und durch die zusätzlichen Beratungsstellen, längere Öffnungszeiten, telefonisch bessere Erreichbarkeit sind wir sehr wohl der Meinung, dass die Optimierungsversuche erfolgreich unternommen werden. Insgesamt ist in der Zwischenzeit eine Erreichbarkeit von 90% gegeben. Das heißt, von einem durchschnittlichen Anrufer von 2,8 Anrufen wurde eine Optimierung auf 1,5 Anrufe erzielt, um dann letztendlich beim Anrufer zu landen. Und auch sprachliche Barrieren konnten durch die Einrichtung von russischen und arabischen Auskunftsmöglichkeiten erneuert werden. Im Übrigen durch einen Beitrag der PKV. Die Professionalität ist auch gegeben und deshalb bin ich der Meinung, dass wir mit diesem neuen Format, das sich natürlich auch nach einem Zeitraum einmal bewähren muss, den Weg in die richtige Richtung unternommen haben. Es ist eine richtige Entscheidung, eine wichtige Entscheidung und wir sind hier an dieser Stelle gehalten, für diese Institution insgesamt zu werben. Wir sollten sie empfehlen und wir sollten sie vor allen Dingen natürlich auch intensiv in Anspruch nehmen. Deshalb von dieser Stelle noch einmal Dank an die Kollegen der Linken für die Möglichkeit der Bewerbung. Aber dem Antrag, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, können wir beim besten Willen nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der